Herzlich willkommen in Fidschis Welt zum Endspurt dieser Saison in der FIFA 16 Trainerkarriere. Wir befinden uns ja auf den letzten Metern sozusagen. Oh, Vertragsverlängerung. Arjen Robben. Ich habe Ihr Vertragsangebot mit Ansprüchen genügt. Sehr schön. Ich freue mich darüber, meinen Vertrag verlängern zu können. Dankeschön, lieber Arjen, dass du das tust. So, wir haben heute ein ziemlich wichtiges Spiel vor uns, nämlich gegen den FC Porto. Das ist das Rückspiel. Das Hinspiel haben wir in Porto ja 3-0 gewonnen. Das heißt, wir haben eine perfekte Ausgangssituation für dieses Spiel hier. Und deswegen werden wir noch mal ein bisschen hier, ja, Ribéry, der kommt raus, dafür kommt Coman von Anfang an rein. Genauso wie, naja, Costa kriegt erstmal ein bisschen Pause, weil der halt, ja, ne, nicht ganz fit ist. Dann haben wir ein Problem, weil Müller ist immer noch verletzt, Boateng ist verletzt. Was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Bellerin darf für Lahm und Alonso kommt für Vidal. Zum Glück haben wir Alonso immer noch, denn das wäre sonst ein bisschen doof. Dann haben wir hier unten Rode. Nehmen wir Rode nochmal mit. Ja, komm, Rode nehmen wir auch nochmal mit. Für. Ja, ist jetzt die Frage, ne? Für Ribéry. Der bleibt mal komplett zu Hause, der Ribéry. Und ich würde sagen, so spielen wir mal, oder? Götze, ja gut, da muss er jetzt durch, dann wechseln wir Götze später halt aus. Okay, so fangen wir mal an mit dieser Elf. Das sieht doch eigentlich ganz okay aus. Weil wir könnten noch... Ja, machen wir später. Könnten wir Alaba vielleicht mal tauschen. Wir lassen es erstmal so. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im Stadion. Da habe ich es gerade nochmal gesehen. Hinspiel 13-0 für uns. Und damit herzlich willkommen in der Allianz Arena natürlich. Wir haben Heimspiel heute. FC Bayern München gegen FC Porto. Deutschland gegen Portugal. Hätte er das gedacht? Spielkommentar, natürlich ich, Finchi Ancelotti. Das ist auch nicht schlecht, ne? Gleichzeitig Trainer, Manager und Kommentator und auch noch Spieler in meiner anderen Karriere, die ich natürlich selber alleine für mich spiele. Da sind die Jungs: Manuel Neuer, Thomas Müller, Lewandowski, Hector Bellerin ist auch mal am Start hier. Schon seit der Winterpause. Und darf heute von Anfang an rein, genau wie Coman. So, ich würde sagen, wir starten sofort mal hier offensiv in das Spiel und gucken mal, was so geht. Wenn wir ein Tor machen, dann sollte das Ganze eigentlich gegessen sein. Und dafür müssen wir auch auf jeden Fall eins machen. Ich bin mal gespannt, wie ich hier zurechtkomme, denn ich sitze jetzt zum ersten Mal auch bei FIFA an meinem neuen Aufbau. What the fuck? Komm mal, zum dritten. Ach, scheiße. Und ich habe in letzter Zeit herausgefunden, dass ich FIFA besser spielen kann, wenn ich nicht so nah vom Fernseher sitze. Ja, ist natürlich jetzt hier genau das Gegenteil. Ich sitze hier direkt davor, so einen guten Meter, auch nicht mal. Aber bisher geht's mit der Steuerung. Also ich komme eigentlich ganz gut rein direkt. So, Bad Stuber, der für Boateng in die Abwehr gerückt ist. Den Boateng ist ja verletzt über einen längeren Zeitraum. Schade, der war zu weit für Robben. Mal gucken, was wir aus Bad Stuber noch so rauskitzeln können hier. Wenn er jetzt eine ganze Weile spielt. Och, dui. Der arme Müller. War gar nicht Müller, war Alonso. Shit. Mal sehen, was wir aus, wie gesagt, Boateng, sag ich schon, aus Bad Stuber rauskitzeln können, wenn er hier ein bisschen mehr spielt jetzt. Vielleicht kriegen wir ihn auch noch ein bisschen höher. So auf 1 oder 82, da würde ich ihn sogar vielleicht behalten. Denn ich habe ja eigentlich vor Lewandowski. Ich habe ja eigentlich vor, den Altstuber zu verkaufen und dafür Hummels zu verpflichten. Und dann hätten wir eigentlich, naja, drei Abwehrspieler hinten genug. Wir haben ja dann auch immer noch Robben und schade. Guck mal. Shit. Wir haben auch immer noch zwei LVs, zwei RVs, die wir auch ein bisschen durchtauschen können. Das heißt, drei Innenverteidiger reichen theoretisch. Es sei denn, Bad Stuber entwickelt sich jetzt hier noch irgendwie zu einem 82er oder sowas. Dann, wie gesagt, würde ich ihn auch einfach mal behalten auf Ersatz oder so. Okay, Alaba, Thiago, Coman. Coman ist schnell genug.
Flanke in die Mitte, kommt aber nicht an. Leider, leider. Ja, vorhin war das DFB-Pokalfinale. Ich sitze quasi noch im Trikot hier, wie ich das auch geguckt habe, bei einem Freund von mir. Und bin nach Hause gefahren und dachte mir so, Alter, jetzt hättest du richtig Bock auf FIFA und guck auf die Uhr. Ach, es ist ja noch früh. Es war irgendwie kurz vor 12. Machst du noch eine Runde, nimmst du noch ein bisschen auf. Eieiei. Und dann sitze ich hier. Verliere fast die Kontrolle. Alter. Nächstes Spiel interessiert gerade niemand. Wir wollen erstmal gucken, dass wir hier ins Viertelfinale, nee, das ist ja schon das Viertelfinale, ins Halbfinale der Champions League einziehen. Oh, Robin, nicht mitgedacht. Was zum Teufel war denn das? Ich brech zusammen. Was gucken wir uns aber nochmal an. Der grinst. Das war ein 1-1 Rückpass. Noch nach dem Torwart. Casillas ist das Tor. Ne? Er lässt den Ball einfach durch die Beine. Okay. Dieses Tor nehme ich dankend an. Natürlich zählt das Eigentor jetzt dem Abwehrspieler und nicht Casillas. Sowas Blödes. Tja, so ist das. Ja, Pokalfinale. Die Bayern haben es gewonnen. Ich freue mich sehr. Sie haben ausgelassen gefeiert. Ich fand es sehr schön, dass sie Pep so mit eingeschlossen haben und dass Pep sich so gefreut hat. Er hat ja Tränen in den Augen und so. Natürlich, die meisten jetzt wieder so, ja, das war eine Schauspielerei und so. Glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass Pep die 3 Jahre in München sehr genossen hat und sehr froh war, einen solchen Verein trainieren zu dürfen. Aber Pep ist halt auch kein Typ, der jetzt da ewig sich bindet und so und ewig lange bei einem Verein bleibt. Okay, Porto kriegt hier immer links auf die Reihe, so richtig. Außer eine Ecke wollen sie raus. Okay. Thiago. Komm mal auf. Mit dem 2:0 und was für ein elegantes Tor. Eieiei, das war richtig schön. Das gucken wir uns auch nochmal an. Ich wollte eigentlich nochmal passen, aber hab gedacht, komm, hau ihn in die Ecke und irgendwie habe ich so einen flachen Schuss da raus bekommen nur. Aber sehr schön, sehr schön. Statt der geht daneben. Alle Achtung. Ja, ich denke, das Ding ist durch. Ich denke, wir können uns schon mal freuen, dass wir ins Halbfinale eingezogen sind. Ich bin gespannt, was wir da für einen Gegner bekommen. Denn jetzt kommen wahrscheinlich nur noch die ganzen harten Brocken. Ich glaube, Barcelona ist noch übrig. Menu ist, glaube ich, noch übrig. Juve ist, glaube ich, noch übrig. Ich weiß es gar nicht so genau. Ich glaube, gleich darf Kimmich auch nochmal spielen. Ich glaube, Kimmich wechseln wir mal für Götze dann ein. Gehen wir über die rechte Seite. Mit Bellerin, der hat ja Platz ohne Ende. Und den Seitenwechsel verkackt er leider. Aber ich habe mich auch verdrückt gerade, also. Ansonsten möchte ich zum DFB-Pokalfinale eigentlich gar nicht so viel sagen. Weil, naja, das hat halt jeder einfach eine andere Meinung. Und ich bin natürlich Bayern-Fan. Ich muss dazu sagen, dass ich das Spiel heute. Die Bayern waren die meiste Zeit. Die erste Halbzeit war grottenschlecht von beiden Mannschaften. Fand ich. Hat mir keinen Spaß gemacht, dazu zu gucken. Die zweite Halbzeit waren die Bayern eindeutig besser, hatten auch viel mehr Puste, meiner Meinung nach. Die Dortmunder waren da irgendwie schon vollkommen am Ende. Alter, was ist denn hier los? War das jetzt ein Eigentor von mir oder war das von ihm? Das sah aus wie ein Eigentor fast. Ich konnte es nicht erkennen. Ach ja, egal. Werden wir jetzt sehen. Danilo Pereira. Na gut, okay. Was soll's, machen wir halt noch eins. Wie gesagt, die Bayern hatten einfach mehr Puste, waren in der zweiten Hälfte und in der Verlängerung komplett überlegen, haben aber einfach nicht geschafft, das Tor zu machen. Wie so oft. Ja, und dann halt Elfmeterschießen ist immer Glückssache. Neuer hat den einen da gehalten, da habe ich vorher schon mit meinem Kumpel da gesessen, haben beide gesagt, so, der verschießt ihn, der ist zu nervös, guck mal, wie er da rumzappelt und macht, und der Neuer hat ihn gehalten.
Und das war natürlich, da hat man einen psychischen Vorteil irgendwie und von da an ging es dann halt. Klar, Kimmich hat ihn verschossen, wobei ich es auch sehr krass finde, dass Pep den jungen Spieler da so, Thiago, und da Schuss, Robben. Ah, Robben mit dem Kopf beinahe, kann ja nichts geben. Fliegt da 3 Meter neben dem Ball vorbei. Ja gut, Kimmich kann daraus nur lernen, am Ende haben wir doch gewonnen. Und deswegen denke ich mir, das war für Kimmich eine gute Chance, einfach mal diesen Druck zu spüren und mitzubekommen und sowas. Oh, 3 Spieler kriegen nicht den Ball ins Tor. Lewandowski, Götze und Rom. Ja. Es war ein sehr nervenaufreibendes Finale, muss ich sagen. Also zumindest so die letzten Minuten. Zwischendurch hatte ich gar nicht so das Gefühl, dass da groß Gefahr entsteht, auf beiden Seiten nicht. Aber gut, es hat ja am Ende dann für uns gereicht. Und natürlich viele sagen, die Bayern haben nur Hand gespielt, nur gefoult. Auf der anderen Seite wurde genauso viel gefoult und ja, Robben. Ach shit. Aber das sieht halt wie gesagt jeder anders. Ich denke mir, wenn man Hardcore-Dortmund-Fan ist, dann wird das Flame bald wieder losgehen. Und ja, ich habe von dem Tommy Hawk TV-Kanal auf Facebook, er war einer der wenigen, der wirklich gepostet hat, Glückwunsch an die Bayern, Dortmund, tolle Leistung, babam, so ist das. Und das finde ich sehr fair und so sehe ich das halt auch. Und letztes Jahr hat Dortmund uns im Elfmeterschießen rausgekickt und jetzt haben wir sie halt im Finale besiegt. Von daher alles in Ordnung. Ach Gott. Falsch gedrückt. Komm, werf ein. Oh, oh, oh. Oh, oi, oi, oi. Da oben ist Bellerin, den nehmen wir direkt wieder mit. Was? Okay. Okay, sehr schön. Robben. Robben in die Mitte auf Lewandowski. Der kriegt den Ball leider nicht durch die Gegenspieler durch. Ich glaube, wir können mal wechseln, nicht wahr? Das wäre nicht verkehrt. Letztens habe ich einen Kommentar gelesen, ich rede zu viel. Alaba holen wir mal raus. Haben wir da. Da ist Bernat, den können wir spielen lassen. Kimmich wollte ich für Götze reinholen. Und Rode kommt für Alonso. So machen wir das, glaube ich, mal. Das sieht ganz gut aus. Okay. Spiel fortsetzen. Deswegen versuche ich mich mal so ein bisschen zurückzuhalten, aber ihr kennt mich. Ich kriege, allein wenn ich mir sage, oh, einen Monatsrückblick, eigentlich hast du gar nicht viel Lust. Ich weiß auch gar nicht viel, was ich erzählen soll. Und trotzdem labere ich dann auf einmal fast eine Stunde oder so. Ah, Kimmich ist da, kann sich nicht richtig durchsetzen. Ist ein bisschen zu langsam gewesen gerade. Okay, Komma. Schade, schade. Hat man aber schon gesehen, wie er den geschossen hat. Dass das nichts wird. Und wenn nichts wird, wird. Hey. Ach, da war der Winkel viel zu ungünstig gerade, dass der Ball da noch zum Lewandowski durchkommt. Rode, jawohl, Rode ist stark manchmal. Also manchmal echt Spiele. Das war jetzt keine von seinen Glanzleistungen, aber manchmal hat Rode echt Spiele, wo er
einfach herausragend spielt, also hier ist bei FIFA, in echt auch, da hat er auch sehr viele gute Spiele. Ja, da willst du hin mit dem Scheißball? Komm mal her. So. Wobei, es war gar nicht gut die ganze Zeit, es war Kimmich. Scheiß. Mann, Mann, Mann. Wir machen mal ein bisschen auf defensiv. Also, wie gesagt, Rode hatte einige gute Spiele. Vor allen Dingen am Anfang der Saison hat er wirklich gut, hat auch ein Tor mal gemacht, das eine oder andere. Gute Vorlagen gegeben und sowas. Schade. Aber ich vermute, dass Rode von den Bayern wieder weggeht. Vielleicht warten einige Spieler jetzt noch eine Saison ab. Das kann natürlich sein, dass sie abwarten, was Ancelotti so macht. Könnte ich mir bei Götze gut vorstellen. Könnte ich mir auch bei Rode vorstellen. Wobei Rode eigentlich, denke ich mal, klar sein müsste, dass er nicht mit den anderen mithalten kann und immer nur zweite Wahl sein wird bei den Bayern. Das war ein schöner Pass, aber leider hat der Torwart mitgespielt. Ach, shit. Was spielt er denn jetzt hier so lange hin und her? Das hört eh raus. Sehr schön, Bruder, sehr schön. Lewandowski ist durch. Ich wollte gerade sagen. Er fault, er pfeift's nicht? Was zum Geier? Nein, da konnte die KI sich nicht entscheiden, welche Spieler sie mir jetzt geben sollen. Okay. Das pfeift er jetzt, obwohl ich den Ball spiele, du blöder Penner. Unglaublich. Boah, aber gar nicht so ungefährlich. Weil natürlich hat er einen weiten Flugweg. Da sieht man das Torwart schon immer von weitem, wo das Ding hingeht. Badstuber. Wäre Badstuber nicht ständig verletzt gewesen in seiner Karriere, wäre er mit Sicherheit neben Boateng einer der Haupt- oder der besten Innenverteidiger, meinetwegen sogar der Welt geworden. Aber durch die ständigen Verletzungen hat er zwar seine Leistung immer gebracht, wenn er mal gespielt hat, aber er ist nie der Große geworden, was dem sie quasi vorausgesehen hatten. Coman. Yes! 3:1. Und was für ein schönes Tor von Coman. Opa, Gangnam Style. Geil. Sehr schön. Lewandowski, schön sich den Ball da erkämpft. Das würde ich gerne mal von ihm versucht. Da sind, boah, wie schön er den in die Ecke reinschlänzt. In echt auch ab und zu mal Lewandowski den Ball sich da so wieder zu erkämpfen, aber er wird dann einfach immer von mehreren Spielern gleichzeitig aus dem Spiel genommen. Das ist natürlich sehr frustrierend dann noch mit der Dauer. Ja, geht der Robben aber gut rein, ne? Okay, Kimmich. Das war gar nichts. Aber das Ding sollte durch sein. Die Nachspielzeit läuft bereits. Und damit stehen wir im Halbfinale der Champions League. In der ersten Saison mit mir als neuem Trainer. Grandios. Leider DFB-Pokal schon am Anfang direkt in der ersten Runde rausgeflogen. Das heißt, das Triple ist nicht mehr möglich. Aber das Double, das Double ist immer noch möglich. Spielerbewertung, Kingsley Coman 8,5, das freut mich, denn der kriegt ein paar gute Punkte dazu wahrscheinlich.
Lyon gegen PSG. Okay, Paris ist wohl weiter, wir sind weiter, Barca ist weiter und Chelsea ist weiter. Eieiei. Was würde ich mir denn da für einen Gegner wünschen? Ich würde mir Paris wünschen und dann Barcelona im Finale, sofern wir denn dann da einziehen werden. Wobei das jetzt eigentlich von diesen Mannschaften, da muss man erstmal jede besiegen. Das ist alles nicht so einfach. Wir werden sehen, wohin uns die Reise noch führt hier. Okay, wir haben im Büro einige Dings Pressekonferenz. Was haben wir denn da? Gegen Schalke, jawollo. Bayern motivieren, das machen wir direkt. Turnierpreisgeld. 6 Millionen haben wir dazu bekommen. Einrobben, können wir mal ein Gehalt sprechen. Das ist aber schon eine ganze Weile her, oder? 8.4. Ja, das ist schon her. Das haben wir ja schon gemacht. Okay, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal geht es weiter gegen Schalke. Wenn wir die quasi besiegen, dann haben wir einen guten Vorsprung. Dann sind wir so gut wie durch, weil wenn wir da auf die Tabelle mal gucken, wirklich gefährlich werden kann es nur noch Leverkusen und Schalke. Da sehen wir es. Allerdings hat Leverkusen ein Spiel mehr und Schalke, das spielen wir jetzt gegen. Das heißt, wir könnten gut Punkte da rausholen. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.